Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir nähern uns ja der Marke von 1 Million Elektroautos auf unseren Straßen, also auch wenn der Zuwachs sich gerade so ein bisschen verlangsamt hat. Das liegt aber nicht an der schwindenden Beliebtheit, sondern an der schlechten Lieferbarkeit. Wir haben Chipkrise, Shanghai-Lockdown, Ukraine-Krise. Das sind leider ziemlich schlechte Zeiten für Autohersteller. Wenn ihr euch aktuell ein E-Auto zulegen wollt, dann müsst ihr teilweise ein halbes oder sogar ein ganzes Jahr warten, je nach Hersteller und Modell. Und für alle, die noch unentschlossen sind und sich das überlegen, da habe ich in diesem Video mal 5 Vorteile, aber auch 5 Nachteile von Elektroautos für euch zusammengestellt. Denn ja, natürlich gibt es auch Nachteile. Und wenn ihr wissen wollt, ob euch die Nachteile vielleicht wirklich stören oder ob die Vorteile für euch eine größere Rolle spielen, ja, dann bleibt einfach dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Es fährt leise und angenehm. Dass ein Elektroauto einfach Spaß macht zu fahren. Man lernt unfassbar viele nette Leute kennen, zum Beispiel am Tesla Supercharger. Das ist ein Tesla-Phänomen, ja. Entspanntes Fahren, CO2-freundlich. Es macht total Spaß zu fahren, weil es eine irre Beschleunigung hat. Dieses Dahingleiten, das Drehmoment, das Dahingleiten, die Geräuschkulisse. Entspannt beim Reisen, weil man regelmäßig Pausen einplant. Die enorme hohe Kostenneutralität, gerade im Zuge der jetzigen Spritpreise, die wir haben, ist das Elektroauto einfach die bessere Wahl. Dann, finde ich, habe ich die Ruhe schon gesagt. Hast du schon gesagt? Man muss sich da mit den Ladekarten auseinandersetzen, man muss sich mit der bei anderen Fahrzeugen vielleicht noch nicht so guten Software auseinandersetzen. Das kann schon nervig sein. Sehr, sehr gute Platzverhältnisse, außen klein, innen groß. An allererster Stelle die Effizienz. Wartungsfrei. Ja, das mit dem Hänger ziehen ist schwieriger. Ich kann zu Hause aufladen. Wer hat schon jeden Morgen vollgetankt das Auto vor der Tür? Dass die Reichweite im Winter bei vielen so absinkt, ist doof. Aber ein richtiger Vorteil, wenn du sagst, natürlich die Kosten. Ne? Klar, wir haben höhere Anschaffungskosten, dafür aber das keine. Wäre schon ein Nachteil. Das wäre ein Nachteil, die höheren Anschaffungskosten. Dann heißt die Geräusche. Es ist wesentlich weniger Geräusch, was dazu führt, dass man auch weniger Probleme in den Städten bekommt. Aber die Betriebskosten als solches sind ja doch wesentlich geringer. Ja, die Entwicklung von E-Autos macht ja immer größere Fortschritte. Fast alle Hersteller setzen inzwischen auf E-Mobilität und ziehen ganze Fabriken nur für die E-Auto-Produktion hoch. Und dabei wird die Modellpalette immer größer und mittlerweile ist für fast jeden Geschmack was dabei. Was in meinen Augen allerdings noch fehlt, ist so ein vernünftiger Kombi oder ein richtiges Cabrio und natürlich kleinere Autos mit vernünftiger Reichweite. Und weil E-Autos doch so einige Vorteile bieten, überlegen sich immer mehr Leute, den Verbrenner zu Hause abzuschaffen. Aber welche Vorteile sind das genau? Hier mal meine Top 5 an Vorteilen, die euch ein E-Auto bietet. Platz 1. Viel geringere Spritkosten. Ja klar, ein E-Auto braucht gar keinen Sprit, sondern Strom. Völlig logisch. Aber ich denke, ihr wisst schon, was ich damit meine. Jeder, der Verbrenner fährt, der spürt gerade jetzt am eigenen Geldbeutel, wie stark die Spritpreise zuletzt angezogen haben. Und die Kosten pro 100 Kilometer sind jetzt plötzlich nicht mehr 12 Euro, sondern 17 Euro oder noch mehr. Und die werden ja auch noch weiter steigen. Vielleicht jetzt nicht so plötzlich wie im Moment, aber dafür eben stetig. Mal eben 100 Euro für eine Tankfüllung, das geht da schon langsam an die Substanz. Klar, der Strom ist auch teurer geworden, aber eben längst nicht so viel wie Benzin oder Diesel. Und das Vergleichsportal Verivox, das hat zum Beispiel im Frühjahr 2022 einen Kostenvorteil von Elektroautos gegenüber den Verbrennern von mehr als 50% errechnet. Das gilt zwar nur, wenn ihr zu Hause zu günstigen Hausstromtarifen laden könnt. Also Verivox hat hier zum Beispiel 37 Cent die Kilowattstunde angesetzt. Bei mir ist es zum Beispiel noch billiger. Aber eben auch beim öffentlichen Laden, da sind die Fahrtkosten beim E-Auto pro 100 Kilometer um rund 20% niedriger. Also, ganz klarer Vorteilspunkt für die geringeren Betriebskosten. Vorteil Nummer 2. Privilegien und Steuervorteile. Elektroautos mit E-Kennzeichen, die haben ja dank Elektromobilitätsgesetz von 2015 in vielen Städten Privilegien. Die dürfen zum Beispiel in öffentlichen Zonen gratis parken und teilweise gibt es dann sogar noch Strom umsonst dazu. Und erlaubt wäre auch die Nutzung von Sonderspuren, auch wenn das in Deutschland momentan kaum existiert.
Aber das könnte jederzeit kommen. Und dann würden zum Beispiel Bus- oder Taxispuren für Elektroautos freigegeben. Und dann könnten Pendler mit E-Autos irgendwie jeden Morgen sich den Stau ersparen. Fahrverbote aus Umweltschutzgründen, das gibt es bei uns auch noch relativ selten, aber das kann sich auch schnell ändern, denn die Deutsche Umwelthilfe, die hat zum Beispiel Klagen in mehr als 30 Städten am Laufen. Und Besitzer von Elektroautos, die wären dann hier fein raus. In Österreich dürfen E-Autos zum Beispiel auf Autobahnen 130 km/h schnell fahren, für alle anderen gilt ein Tempolimit von 100. E-Autos sind auch 10 Jahre lang von der Kfz-Steuer befreit und zudem wurde die Steuer für die private Nutzung von E-Autos als Dienstwagen auf 0,25% gesenkt. Das heißt also, wenn ihr so ein Elektroauto geschäftlich nutzt, dann kann das bis zu 60.000 Euro kosten und ihr müsst nur 0,25% des Bruttolistenpreises als geldwerten Vorteil versteuern. Auch die Besteuerung von Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, die wurde günstiger. Also wieder klarer Vorteilspunkt wegen der vielen Vergünstigung. Punkt Nummer 3. Geringere laufende Kosten. Ja, so ein Elektroauto hat keine Kupplung, kein Kraftstoffsystem, keine Abgasanlage, kein Auspuff, Krümmer und so weiter. Und auf viele Verschleißteile, da kann das Elektroauto komplett verzichten oder sie halten einfach viel länger, wie zum Beispiel bei den Bremsen. Je nach Hersteller sind zum Beispiel auch Inspektionsintervalle viel länger oder sie fallen wie bei Tesla komplett weg. Und damit wird es natürlich im gesamten Unterhalt viel günstiger. Auch andere Betriebskosten, die sind bei E-Autos teilweise so niedrig, dass der Gesamtvergleich einwandfrei für das E-Auto und gegen den Verbrenner spricht. Hier mal eine Grafik von der Firma LeasePlan, die europaweit in verschiedenen Ländern die Betriebskosten eines Golfs mit denen von einem ID.3 verglichen hat. Ja, bei den Kosten für die Versicherung unterscheiden sich Elektroautos und Benziner oder Diesel übrigens noch nicht besonders, aber immer mehr Versicherer, die haben für emissionsarme Autos schon spezielle günstigere Tarife im Angebot. Einen ausführlichen Versicherungskostenvergleich, das bekommt ihr beim ADAC und ich habe auch schon mal ein Video gemacht über E-Auto-Versicherung, das verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Nummer 4, der Fahrspaß. Als E-Autofahrer, da hat man ja keinen Verbrennungsmotorsound. Stattdessen hat man eine ungewohnte Ruhe und Vibrationsarmut beim Fahren. Das fällt im Prinzip jedem sofort auf, der einmal eine Probefahrt mit einem E-Auto gemacht hat. Und rund 75% der Deutschen, die fühlen sich laut Umweltbundesamt vom Verkehrslärm gestresst. Elektroautos, die können dafür Entspannung sorgen, auch wenn sie natürlich trotzdem noch Rollgeräusche beim Fahren machen. Die wirken sich aber erst so ab einer Geschwindigkeit von ungefähr 30 km/h aus. Daher sind E-Autos also mindestens beim Anfahren und auch in Wohngebieten deutlich im Vorteil. Das gilt nicht nur für Pkw, sondern eben erst recht für Motorräder, Busse oder eben auch Müllfahrzeuge, die irgendwann auch elektrisch in der Innenstadt unterwegs sein werden. Und wer im E-Auto mal kräftig aufs Strompedal gedrückt hat, der kennt dieses kribbelige Gefühl, wenn der Wagen ungewohnt stark und stufenlos beschleunigt. Der Fahrspaß ist mit einem E-Auto einfach deutlich größer, irgendwie so ein bisschen wie Autoscooter fahren. Ja, wer darauf also steht, der wird hier einen großen Vorteilspunkt für die Elektromobilität vergeben. Auch in puncto Ausstattung sind E-Autos meistens besser dran als ihre Verbrennerkollegen. Die Hersteller bemühen sich nämlich, in die Elektroautos möglichst das Neueste vom Neuesten, also zumindest das, was der Hersteller eben anzubieten hat, einzubauen. Und der Weg zum autonomen Fahren zum Beispiel, der ist beim E-Auto gefühlt irgendwie viel kürzer als beim Diesel. Und wenn wir irgendwann wirklich selbstfahrende Autos haben, dann mit Sicherheit keine Verbrenner. Also klarer Vorteilspunkt für Fahrspaß, weniger Lärm und Modernität. Nummer 5, die Umweltfreundlichkeit. Ja, Elektroautos sind natürlich auch nicht komplett grün, nur weil sie auf fossilen Treibstoff verzichten. Das liegt zuerst mal am Energieaufwand bei der Herstellung. Denn wie bei jedem Auto braucht man auch für die Produktion von so einem Elektroauto eine gewisse Menge an Energie. Der größte Brocken dabei ist die Herstellung der Batterie. Und dann ist da die Frage nach der Herkunft des Stroms, den man in den Akku lädt. Also Ökostrom oder Strommix oder selbst produziert aus der eigenen PV-Anlage. Dabei gibt es eben auch deutliche Unterschiede, was die Umweltverträglichkeit angeht. Trotzdem können E-Autos auch jetzt schon für sich verbuchen, die CO2-Bilanz des Straßenverkehrs deutlich zu verbessern. In Zeiten des Klimawandels bekommt man beim Fahren dadurch irgendwie ein gutes Gefühl. Und durch sowas wie Rekuperation, also die Energierückgewinnung beim Bremsen oder eben Strom wegnehmen,
Da hat man dazu noch die Beruhigung, weniger Energie zu verschwenden und eben viel sparsamer mit der Energie umzugehen als mit einem Verbrenner. Beim E-Auto zum Beispiel, da landen von 100% der eingesetzten Energie bis zu 90% an den Rädern, also ein wahnsinniger Wirkungsgrad, im Gegensatz zu 35-40% bei einem Diesel. Da verschwende ich also fast 60% der Energie, meistens in Wärme. Heute schon errechnen viele Studien bei den E-Autos über ihre gesamte Lebensdauer einen CO2-Vorteil von bis zu 70% gegenüber einem Benziner. Und wenn dann wie geplant jedes Jahr immer mehr Strom aus regenerativen Quellen ins Netz kommt, dann verbessert das die Umweltbilanz von E-Autos immer weiter. Mal ganz abgesehen davon, dass man sein Auto an der eigenen Solaranlage betanken kann. Also welcher Verbrennerfahrer kann schon sein Auto zu Hause billig auftanken? Jeder, der die Möglichkeit dazu hat, der macht sich damit für seine Mobilität komplett unabhängig von Mineralölimporten und großen Ölkonzernen. Zusätzlich zum guten Gewissen, da könnt ihr sogar über die THG-Quote mit der Umweltfreundlichkeit eures Elektroautos etwas Kohle verdienen. Und zwar indem ihr die CO2-Einsparung als Emissionszertifikate, sowas ähnliches wie Schuldscheine oder Aktien, verkauft. Zum Beispiel gibt es da InstaDrive, die bieten euch über 470 Euro pro Jahr dafür an, weil sie eben keine Provision davon abziehen. Und das nach neuesten Informationen sogar steuerfrei. Vorteilspunkt hier also ganz klar dafür, der Umwelt viel weniger zu schaden als mit einem Verbrenner. Ja, aber es gibt natürlich auch Nachteile bei einem Elektroauto. Teilweise sind die auch gar nicht mal so klein. Das sollte man auf keinen Fall verschweigen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn es nicht 100 Jahre lang schon Verbrenner gegeben hätte, dann würden die 5 Nachteile, die ich euch gleich aufzähle, von euch gar nicht als solche empfunden. Das wäre dann einfach normal so und niemand würde sich irgendwie darüber beschweren. Aber wenn man bestimmte Sachen einfach gewohnt ist, weil sie ja auch so schön bequem sind, dann sieht man eine Änderung eben gerne mal als Nachteil an. Und jeder empfindet das eine oder das andere natürlich mehr oder weniger schlimm. Hier also meine Top 5 der größten Nachteile bei einem Elektroauto. Nummer 1. Höherer Anschaffungspreis. Ja, auch wenn sich die Preise für Elektroautos denen von vergleichbaren Dieseln oder Benzinern immer mehr annähern, noch ist der Unterschied spürbar. Das liegt hier vor allem an der Batterie. Eigentlich hat so ein Elektroauto ja viel weniger Teile, das haben wir ja vorhin gehört, und ist viel einfacher aufgebaut als ein Verbrenner. Also müsste er doch eigentlich sogar viel billiger sein. Aber die Batterie ist das teuerste Bauteil und die haut da echt noch rein und sorgt im Moment als Hauptverantwortliche für die höheren Kosten. Das ist aber wahrscheinlich nicht mehr lange so, denn alle Hersteller arbeiten fieberhaft daran, die Akkus günstiger zu bauen. So als Meilenstein, da gilt ein Wert von 100 Euro pro Kilowattstunde. Das bedeutet für so einen 77 Kilowattstunden Akku von so einem VW ID.4 zum Beispiel Kosten von 7.700 Euro rund. Ja, und da versucht man eben mit Hochdruck deutlich drunter zu kommen. VW bastelt da schon länger an einer Einheitsbatterie und will den Preis dann bald massiv unterbieten. Und auch Tesla, die haben mit ihrer 4680er Zelle eine Halbierung der Akkukosten versprochen. Also, da ist was im Gange und neue Materialien wie Lithium-Eisenphosphat oder am Ende sogar Natrium-Ionen-Akkus, die können das Thema Akkukosten eigentlich bald komplett erledigen. Darauf warten wir alle. Der hohe Preis, der liegt natürlich auch daran, dass vor allem die deutschen Hersteller zuerst E-Autos als Luxus-SUV auf den Markt bringen und keine Kleinwagen. Und außerdem packen sie natürlich alles an Technik und Assistenzsystem rein, was geht. Ein E-Auto soll ja möglichst modern sein. Das scheinen die Kunden ja irgendwie auch zu erwarten. Und da E-Autos noch nicht so lange gebaut werden, da ist der Markt für günstige Gebrauchte eben auch gerade erst am Entstehen. Und gerade die gut ausgestatteten Gebrauchten mit einem großen Akku, die es momentan eben nur gibt, die sind dann wegen der hohen Nachfrage, aber auch mit ein paar Jahren auf dem Buckel als Gebrauchter auch nicht gerade günstig. Ja, und trotz staatlicher Kaufprämie, da ist ein neues E-Auto im Moment eben noch etwas teurer als ein ähnlicher Verbrenner. Also Nachteil Nummer 1, nicht jeder kann sich im Moment ein E-Auto leisten, vor allem auch deswegen, weil es im Moment hauptsächlich nur Neuwagen gibt. Nachteil Nummer 2, Probleme beim Laden und Bezahlen. E-Autofahrer laden zu mehr als 70% entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz. Doch eben nicht alle Autobesitzer haben die Möglichkeit, zu Hause eine Wallbox zu installieren, geschweige denn, dass der Arbeitgeber eine anbietet. Da bleiben dann eben nur die öffentlichen Ladesäulen und von denen gibt es ja zum Glück auch immer mehr. Inzwischen sind es bundesweit rund 50.000 Ladepunkte und die Tendenz ist stark steigend. Aber von der EU, da gibt es eine Empfehlung, dass ein Ladepunkt für maximal 10 E-Autos zuständig sein soll, aber davon sind wir in vielen Gegenden noch ganz schön weit entfernt.
Entlang der Schnellstraßen für unterwegs, da gibt es tatsächlich mittlerweile ein ganz gutes Angebot. Aber für Bewohner von Mietshäusern oder Laternenparkern, da ist eine Lademöglichkeit in der Regel einfach nirgendwo in der Nähe zu bekommen. Vom ländlichen Raum oder der Fläche insgesamt mal ganz zu schweigen. Und trotz vieler Verbesserungen, wie zum Beispiel funktionierendes Roaming von Ladesäulenbetreibern und zuverlässigere Hardware der Säulen, da bleibt das Bezahlen ja oft irgendwie ein Abenteuer. Es gibt keine einheitlichen Zahlungsmöglichkeiten, die Preise sind nicht transparent und die können auch stark variieren und man weiß es vorher nicht. Und die eigentliche Bedienung, die ist nicht einheitlich. Und das ganze Ladeerlebnis, das ist noch ziemlich weit von dem an einer normalen Tankstelle entfernt. Ich gebe euch mal noch ein paar mehr Beispiele. Die Lage der Säulen, gerade so auf größeren Strecken, ist fast immer im hintersten Winkel auf einem Rastplatz und man muss sie erst suchen. Und da gibt es in den seltensten Fällen ein Dach über dem Kopf, also wird man bei Regen schon mal klitschnass. Und viele Säulen sind noch immer schlecht gewartet und funktionieren nicht, und besonders dann, wenn man gerade auf diese eine einzige Säule angewiesen ist. Und über die Gastronomie für eine entspannte Pause unterwegs, da müssen wir gar nicht reden, die beschränkt sich auf das unterste Minimum. Also Nachteil Nummer 2, Laden und auch Bezahlen, die haben noch großes Verbesserungspotenzial. Nachteil Nummer 3, Grenzen bei der Reichweite. Wie weit kommst du mit deinem E-Auto? Das ist eigentlich immer die allererste Frage, die mir Leute stellen, wenn die sehen, dass ich mit einem Tesla fahre. Ja, und ganz klar, die Reichweite bei einem E-Auto ist geringer als bei einem Verbrenner. Unser Tesla Model Y zum Beispiel, das kommt im Stadtverkehr so um die 400 Kilometer und auf der Autobahn bei Tempo 130, da sind es so 330, 350 Kilometer. Fun Fact, mein allererstes Auto, ein 77er VW Polo, das hatte einen 30-Liter-Tank und kam damit rund 350 Kilometer weit. Also, ja, der hat auch ganz gut geschluckt auf der Autobahn bei Tempo 130 und der fuhr ja überhaupt nur maximal 140. Aber hatte ich damals Reichweitenangst? Nee, kann mich nicht erinnern. Trotzdem ist das mit der Reichweite für die meisten Menschen irgendwie eins der größten Probleme. Und wenn es auch nur im Kopf existiert, weil man diese Reichweite im normalen Alltag ja eigentlich so gut wie nie braucht. Wir sind es aber irgendwie gewohnt, auch längere Urlaubsfahrten von 800 Kilometer und mehr in einem Rutsch runterreißen zu können. Wohlgemerkt können. Machen tun wir es natürlich nicht. Oder in den seltensten Fällen. Dazu reicht es beim Elektroauto leider noch nicht. Aber immerhin, einige Modelle, da kommt man heute schon realistisch 300 bis 400 Kilometer auf der Autobahn. Und dank der Schnelllader geht auch das Aufladen in 30 Minuten eigentlich schon relativ zügig. Am Ende hängt die erreichbare Strecke auch vom individuellen Fahrstil ab. Raser kommen mit einem E-Auto nämlich nicht besonders weit. Dazu braucht man auf Langstrecke auch sowas wie eine Ladeplanung, weil leider eben noch nicht an jeder Ausfahrt oder an jeder Tankstelle eine Ladesäule steht. Und daher gibt das Auto natürlich die Pausen mehr oder weniger vor, nämlich da, wo ein Schnelllader ist, da mache ich auch Pause. Sonst würde ich ja unnötig Zeit verlieren, wenn ich woanders noch eine Pause machen würde, zusätzlich. Ja, manche Autos, die geben eben allerdings gar nichts vor. Die haben nicht mal eine vernünftige Ladeplanung. Und dann wird es richtig eklig, weil man dann schnell alles manuell mit irgendwelchen Apps unterwegs machen muss. Und wenn man dann allein im Auto sitzt, dann hört der Spaß irgendwie ganz schnell auf, finde ich. So ein halbstündiger Stopp im Gewerbegebiet ohne Toilette und Essen, das kann ganz schön ätzend sein. Halten wir also fest, Nachteil Nummer 3, bei einem E-Auto ist die geringere Reichweite, vor allem dann, wenn ich öfter Langstrecke fahren muss. Nachteil Nummer 4, die Batterien. Ohne Akkus fährt kein Auto, so viel ist ja schon mal klar. Und wir wollen natürlich möglichst große Reichweiten haben. Also müssen die Batterien auch entsprechend groß sein. Große Batterien bedeuten auch mehr Energieaufwand bei der Herstellung und mehr Rohstoffe für die Produktion. Beides ist nicht ganz so günstig für die Ökobilanz von so einem E-Auto. Die Batterie sorgt immer noch dafür, dass der CO2-Fußabdruck am Anfang von so einem E-Auto deutlich größer ist als bei einem Verbrenner. Also zumindest dann, wenn sie gleichzeitig vom Band laufen. Das muss dann erst wieder herausgefahren werden. Aber auch heute schon sagen alle Studien, dass je nach Akkugröße und Hersteller ein E-Auto zwischen 10.000 und 60.000 Kilometer fahren muss, um diesen CO2-Rucksack abzubauen. Danach fährt man den CO2-Vorteil so richtig wieder raus. Und wie gesagt, wir benötigen diverse Rohstoffe für die Akkuproduktion und die stehen teilweise auch in der Kritik. Wegen Umweltschäden beim Abbau, dem Wasserverbrauch oder den Arbeitsbedingungen bei der Produktion. Teilweise sind diese Rohstoffe auch relativ knapp.
Und deshalb kommt auch dem Batterie-Recycling eine immer wichtigere Rolle zu. Zumindest in der etwas ferneren Zukunft, denn so ein E-Auto hält eben deutlich länger, als man bisher gedacht hat. Und bis also vielleicht so in 10, 12, 15 Jahren die ersten größeren Mengen an alten E-Auto-Batterien recycelt werden müssen, da wollen fast alle Hersteller große Recyclingfabriken hochgezogen haben. Man darf da gespannt sein. Bis dahin ist Nachteil Nummer 4 eines E-Autos ganz klar die Batterie. Nachteil Nummer 5. Lange Lieferzeiten. Bei Benzin- und Dieselautos, da dauert das ja teilweise schon echt lange, bis ihr einen Neuwagen nach der Bestellung auch wirklich bekommt. Bei den E-Autos, da ist das seit diesem Jahr aber noch viel extremer geworden. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal eben ein Elektroauto kaufen wollt, ja, dann guckt ihr mehr oder weniger in die Röhre. Die Lieferzeiten bei fast allen Herstellern sind extrem lang. Wartezeiten von 9 Monaten oder mehr als ein Jahr, das ist fast schon die Regel. Der Hauptgrund ist neben dem Chipmangel, der sich bei den Bauteilen für Elektroautos natürlich noch schlimmer auswirkt, eben auch der lange Lockdown in Shanghai, die Ukraine-Krise und eben dadurch unterbrochene Lieferketten. Auch an der Rohstofffront, da sieht es nicht besser aus. Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit, alles was für die Akkuproduktion benötigt wird, ist knapp im Moment. Eine Besserung ist zumindest für dieses Jahr nicht wirklich in Sicht. Alternativen sind da vielleicht für euch ein Leasing oder eben ein E-Auto-Abo. Da kommt man möglicherweise schneller an einen Neuwagen. Zum Beispiel könnt ihr bei InstaDrive einige Modelle relativ kurzfristig bekommen, weil die rechtzeitig Autos vorbestellt haben. Schaut da doch mal auf der Website vorbei, da könnt ihr nämlich einen Hyundai Kona oder einen Ford Mustang innerhalb von 2 bis 3 Monaten bekommen. Ein Tesla Model Y dauert immerhin noch 4 Monate, alles andere deutlich länger. Ja, das waren meine Top 5 Vorteile und Top 5 Nachteile eines Elektroautos. Vielleicht hat es euch ja ein bisschen geholfen für eure Entscheidung und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich riesig freuen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität.